Auch geil. Weißt du, keiner traut sich weiter. Halt auch mein erstes Mal. Zum Glück nur zwei Tage Fieberanfälle durch hoch. Oh Gott. Richtig hoch die Temperatur, schützt den ganzen Körper. Dann wieder Schüttelfrost, weil ich ist schön. Ja, das hatte ich tatsächlich auch. Aber bei mir war es ein Tag ja, ein Tag nein. Ein Tag ja, ein Tag nein. Das war richtig weird. Richtig, richtig weird. So, ich achte sofort. Ich lese gleich den Rest. Muss erst mal wissen, wo wir hier langlaufen. Danach habe ich ja erstmal nur zwei Tasten. Meine Tochter hatte nur einen Tag Fieber und war danach wieder fit. Und jetzt aus der Kita mitgebracht, waren fast alle Erzieher betroffen. Oh, scheiße. Ja, gut. Aber der Bruder von Frischus, der hat ja auch eine kleine Tochter. Und die hat es schon zweimal mit nach Hause gebracht. Sind er so semi-begeistert davon? Scheiße, das war die falsche. Ah, nee, doch, war die richtige Taste. Ich bin nur noch ein Gegner. Das einmal komplett ohne Symptome. Wie gesagt, ähnlich wie Frisches. Er hatte aber halt keine Krankheitssymptome, sondern halt eher dieses matschig fühlen, dieses lustlose. Und hatte, glaube ich, drei Tage positiv. Ich hatte, ja, mein Kram hatte ich zwei Wochen. Erstmal hat es eine Woche gedauert, bis ich überhaupt, also bis das Ding überhaupt positiv war. Und ja, dann noch meine Woche, bis ich los war. Und ich hatte halt alles. So, anfangs ging's. Dann hatte ich schlechte Tage oder halt so einen schlechten Tag. Dann ging es wieder einen Tag. Da dachte ich so, ach ja, habe ich bestimmt schon überstanden, ne? Dann ging es wieder runter. Also es war seltsam und ekelhaft. Aber am schlimmsten war halt bei mir auch das Fieber. Also Fieber war echt hart. Nicht das Schlimmste, was ich je hatte. Ich hatte ja auch einmal so eine richtig schlimme Influenza. Das war, oh Gott, 2018. Da hatte ich ja noch mal, oder hatte ich nicht an meinem Abi versucht. Und genau in der Prüfungsphase, einen Monat lang, die fette Influenza. Ich war richtig begeistert. Der ist in DD gestorben. Muss einfach wieder in die Katze reinkommen. Ich hab, weißt du, wie schaffen die das, dass sie da nebenbei noch so viel schreiben? Leute, schreibt keine Romane, ich kann kein Englisch. Jetzt hätte ich auch einen geilen Namen. Okay, wir warten nicht auf den anderen. Oh Gott. Leute, ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert, ne? AOE-Boss, ja, das ist mir jetzt auch schon aufgefallen.
Danke. Das ist aber schwierig für Leute, die kein... Oh Gott. Kaum bis keine... Oh, ist er ab. Ich hasse ihn jetzt schon, glaube ich. Oh, eigentlich ist es cool. Das sehen wir so, dann kann ich mich nicht verklicken. Oh Gott. Warum ahne ich, dass da gleich irgendwas... Lauf nicht mit! Jungs, lauf doch nicht mit! Oh Gott! Ich hasse nur Enis. Nein, ich liebe sie eigentlich, aber ich hasse sie dennoch. Oh Gott. Ich achte auch gleich fast sofort wieder auf euch. Lasst mir nur den Boss Zeit, bitte. Ich bin gleich wieder... Diese Samphode ist gleich wieder für sie bereit. Okay. Oh Gott. Iron! Hallo! Das ist gerade das Einzige, was ich gerade überhaupt gesehen habe. Eigentlich ist es echt cool, ne? Das ist irgendwie mal was anderes. Wenn man da ist. Oh Gott. Oh, ja, 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 ja. Das nicht? Ah ja. Okay. Okay. Wenn ich gleich irgendwas überlesen sollte, dürft ihr mir das gern nochmal schreiben. So. Jetzt muss ich aber ganz kurz hochscrollen. Ich schreibe immer so viel. Auf Englisch und ich glaube, hier liegt ja. Alter. 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 Alter, geil. Wollte eigentlich die Story fertig machen, aber jetzt muss ich doch nochmal auf die. auf dem Rechten sehen. Ja, habe ich vorhin auch. Es war richtig schwierig für mich, bis heute zu warten. Weil ich hatte ja gestern noch frei. Oder habe mir ja gestern quasi noch für mich selbst freigenommen. Weil das war halt der erste Tag, den ich komplett alleine hatte, weil Frutus ja gestern auf Reisen, also nach Frankfurt losgefahren ist. Und ja, ich wollte dann einen Tag für mich haben, wo ich nochmal eine Ruhe habe und ne, das mache, worauf ich Bock habe. Gut, ich habe Bock auf Zocken. Ihr versteht, was ich meine. Und ja. Ja, ich saß dann gestern auch auf der Insel, dann hatte ich noch einen anderen Char, mit dem ich dann gespielt hatte. Und ja. Ich habe so viel getan wie irgendwie möglich, um nicht Story spielen zu wollen. Natürlich würde ich über 30 Sekunden der Server starten. Ich auch. Also, ich hatte. Es gab ja diesen einen Livestream, den hatte ich mir noch teilweise angeguckt. Also, ich habe ja nichts verstanden, aber ich habe den halt trotzdem angemacht. Dann, ich glaube, die hatten ausgemacht und dann hatte ich geguckt, okay, geht das ab, also kann ich schon updaten? Ging. Und ja, das war dann innerhalb von 15 Minuten, glaube ich, hat es bei mir gedauert. Dann war es fertig. Und ja, dann war ich drin. Und ja, er musste sich eher so zurückhalten,
dass ich nicht schon allein die Story spiele. Und ich dachte so, oh, ich will aber. Und dann, du darfst doch. Aber ich will. Du darfst. Ja. So ist das halt. Da wusste ich, dass es mit online, ja. Oh. So, ich scroll auch gleich nochmal hoch, weil ich glaube, ich habe da ja noch ein bisschen was überlesen. Ist immer so ein bisschen schwierig. Hänge noch mitten im EW auf Stufe 84er Quest. Habe gerade wie mir ein Handwerker anzufangen mit Leveln. Ah, ja. Ach, das ist mies. Ich weiß auch gar nicht. Wahrscheinlich wird es mein Endwalker für durchgespielt haben, ne? Gehe ich mal von aus. Aber schlimm war's, ich kam gestern nicht mal mehr in mein eigenes Haus. Luna hatte Probleme, auf die Insel zu kommen. Ich kam nicht mal mehr in mein eigenes Haus. Ich durfte mein Haus nicht betreten. Ich will aber, du darfst auch nicht. Ich will aber, du darfst auch nicht. Ja, genau darauf war das bezogen, Iron. Iron, wie geht's dir? Ich weiß gar nicht. Wenn du schon gesagt hast, es tut mir leid, dann bin ich es gerade nicht mehr. Aber ja. Ja, okay, Entschreiter. Ja, wie gesagt, das sieht oder sehe ich ja leider nicht mehr, weil bin ja auch storytechnisch schon, ne, schon so weit. Aber das ist echt mies. Weißt du, dann hat man so eine coole Insel. Oh. Ich zeige sie auch bewusst jetzt nicht im Stream tatsächlich. Für die, die nicht drauf sind. Mein nach dem Stream. Das war gerade dumm. Ich habe mich einmal verklickt. War das Dümmste, was ich gerade getan habe. Ich habe mich verklickt. Ah! Ich vergesse immer, dass ich das eine umgelegt habe. Auf eine andere Taste. Ich muss es wieder nach vorne packen. Das ist mies. Die Nidida echt eh verschossen. Ja. Ja. Die sieht halt echt. Darum hat, finde ich, so ein bisschen was von Harry Potter mit den Schachfiguren. Sieht echt geil aus. Beatrice ist tricky. Okay. Bin ich jetzt gespannt bei dem Kampf. Ja. Ich finde es halt auch nice, die schon drin waren, spoilern auch tatsächlich nicht. Die sagen nur, ob es schwierig wird oder nicht. So. Die zählt zu langsam. Dass ich nicht als Heiler reingegangen bin.
Ich fühle mich jetzt mal sehr zu spüren lassen, Doktor. Ja, danke schön. Oh Gott. Du bist aber verkackt. Oh Gott. Jetzt können wir ihn aber trotzdem einmal schauen. Hierbei nicht aufgepasst. Vielen, vielen lieben Dank für den Lurk. Weil ich es eben noch nicht gesagt habe. Bin gerade dezent. Dezent überfordert. Genau, belebe erstmal den anderen, bitte. Ich will gucken. Ich will zugucken. Wir wissen, wie es geht. Ja, der ist tatsächlich... Das hier finde ich halt ein bisschen schwierig. Aber es ist halt reine Übungssache. Ich glaube nicht, dass es also klug ist. Egal. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn ernst? Mein Mann überfordert mich jetzt schon. Du sollst doch arbeiten. Dankeschön für dein Reset. 16 Monate. Alter. Nein, 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 raus, 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 raus. Immer schön aus dem Ding raus. Oh Gott. Hallo, Frisches. Muss ich mir auch erklären lassen, hat mich jetzt halt verwirrt. Ja, mich halt eben auch gerade. Ich dachte so, okay. Was ist jetzt diese Phase? Well, ich arbeite immer. Ja, ja. Alter. Ich finde es aber auch cool, dass der Tank einem Zeit lässt zum Gucken, ne? Finde ich richtig cool. Nicer Tank. Ich weiß, wenn man BS kriegt. Alter. Wie schön wollen sie eine Ini haben? Ja. Oh. Sind das so Spinnenviecher? Oder sind das nur Käfer? Ist so warm nur. Gut, hier geht's. Ja, wir haben zwar... Also nee. Ich glaube, als ich eben drauf geguckt habe, waren es 25. Hier geht es. Nicht mehr gestern war es richtig warm. Hier ist es angenehm. Okay, die haben nur 6 Beine. Da kann ich spinnen. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Die Beißer zählen ja vorne nicht. Cooles Gegnerdesign. Ich muss auch tatsächlich sagen, die Nächte sind hier verdammt kalt mittlerweile. Trotz, dass es 16 Grad sind. Nachts.
eisig. Sehr, sehr eisig. Ganz schön frostige Stimmung. Musik ist auch so schön. Aber hey, ich bin bisher nur einmal gestorben. Ich nehme das als gutes Zeichen. Gut. Beim letzten... Doch. Ah. Ich glaube, beim letzten Mal war es Glück. Beim letzten Patch bei der Emi. Oh Gott, Hilfe. Let's go. Man hat 60 Grad, ist eisig. Ohne Witz, abends tatsächlich schon, ja. Also, ich will mich nicht beschweren. Ich finde es richtig geil. Besser als die warmen 16 Grad. Aber ich finde es tatsächlich nachts sehr, sehr eisig. Ich habe gefroren bei 16 Grad. Bin in Rost-Taxi wartet. Okay, Frisches. Danke, dass du reingeschaut hast. Und viel Erfolg! Ach ja. Da vorne. Beugen dich ins Taxi! Alles nur für den Weißmagier. Wow. Zeit zu gucken. Er ist wahrscheinlich gefangen. Nein. Also ich noch nicht. Bisher. Ich spürte doch, dass die Pforte geöffnet wurde. Und welch köstlicher Eltern hier kredenzt wird. Gestatten, Skamellione, Elementarfürst der Erde und Untergebener von Gold. Ich hab es nicht. Ich habe es am Ende des letzten Patches. Habe ich es noch gesagt? Ich habe gesagt. Final Fantasy 4. Ich habe es gesagt, dass die Elementarfürsten kommen. Ich habe es gesagt. Nein, lass mich raus. Ich konnte den Typen im vierten schon nicht ab. Bitte. So, am Ende der Indie merken sie, wir sind alle deutsch. Geil. Gott, nein, ich will nicht. Ich hasse den Typen. Ich hasse ihn im eigentlichen vierten. Aber die Musik ist geil. Ich finde geil, dass sie die Musik reingenommen haben. Der vierte ist ja mit einer meiner Lieblingsteile. Aber trotzdem hasse ich diesen Kerl. Oh, warum habe ich immer das Gefühl, ich stehe falsch? Oh Gott. Bitte. Lass dich hier nicht. Nichts wird von euch übrig sein. Au. Ah ja, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Bei dem Ding daran. Okay. Ich laufe einfach immer dem Lala hinterher. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich das... Oh Gott. Sollte ich. Ja, sollte ich tun.
Also wenn ich das überlebe, na, dann ist das ein Wunder. Dann ist das einfach nur ein Wunder. Jetzt. Und beseitigt die Eindringlinge. Oh Gott. Das klingt jetzt ziemlich geil. Ich habe vorhin oft direkt laut gemacht. Das glaube ich gern. Ja, das Song ist echt. Ich liebe den halt einfach. Ich müsste, oder wir müssten eigentlich auch einfach viermal weiterspielen. Aber bei meinen Lieblingsteilen brauche ich immer Ewigkeiten. Okay. Ich habe irgendwie... Der Farbe ganz gut. Ganz ein gutes Gefühl. Ihr seid am Leben, doch besiegen werdet ihr mich nicht. Oh Gott. Hilfe. Also trotz der Erklärungen. Naja, okay. Überlebe. Okay. Ja, wahrscheinlich. Wissen tue ich es noch nicht. Weil, also sagen wir, es ist so. Aufgrund einiger Ereignisse habe ich mich mit einigen entschieden, dass ich halt tatsächlich heute, meinen Main auf Chaos anfange. Das heißt, ich spiele den Scheiche jetzt nur noch so lange, bis ich mit dem anderen gleich auf bin. Das wird Ewigkeiten dauern, ich weiß. Ich hoffe, dass ich aber trotzdem noch vor dem nächsten Addon hinkriege. Ich meine, vor Dinges habe ich es auch geschafft. Wäre also kein Problem. Wie gesagt, gibt halt bestimmte Gründe, die ich jetzt aber hier nicht großartig erläutern will. Weil gehört jetzt hier nicht hin. Aua. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich die Story mit welcher Klasse weiterspiele. Kann auch sein, dass ich mit dem anderen dann sage, hey, ich versuche mir einen Bart nochmal. Oder vielleicht mache ich das White Mage. Ich weiß es noch nicht. Der hier wird jetzt auf jeden Fall bald. In der Versenkung verschwinden. Also, was heißt in der Versenkung? Wird bald. Gedingselt. Ja, ich war dabei, Niklas. Das Problem ist, in einem Bossfight. In den Chat zu switchen. Ich muss halt erstmal raustappen, bevor ich in OBS was machen kann. Das Schlimmste ist auch, ich kann über OBS die Dinge auch nicht löschen. Das muss ich immer über Umwege machen. Okay, ich kann das auch nicht. Nee, kann ich allgemein nicht löschen. Ja, alles gut, alles gut. Nee, es ist halt immer schwierig. Weil Luna ist halt so halb da, weil Story-Spoiler. Kann ich auch nachvollziehen. Wie sieht das aus? Schön. Und raus.
Da kommt gleich später eine Stelle. Man kann jetzt hier sehen, wie das auf gewisse Klasse anders reagiert. Wie hat die sich Frage. Dieser Nichtsgesandte gerade genannt? Okay. Also nee, ich werde heute auf jeden Fall als Reaper. Des Portals gewusst zu haben. Als Reaper weiterspielen. Abermals geöffnet, sagte er gar. Die Pforte sieht man also auch von dieser Seite. Ob er sie beobachtet hat? Ich spiele auf jeden Fall das Reaper. Mich wundert vor allem, dass er die Herrin dieses Schlosses schlicht gefressen hat. Obschon sie doch beide dem Nichts entstammen. Tja. Sterbliche schließen sich zusammen und gründen Städte und Länder. Nichtswesen haben untereinander womöglich ähnliche Allianzen. Und Rivalitäten. Und was haben die anderen jetzt vor? Eure Burgherrin ist gestürzt und auch der, der sie gefressen hat, wurde von uns erschlagen. Überlegt euch gut, ob ihr euch mit uns anlegen wollt. Vielleicht verstehen sie uns gar nicht. Die Nichtsgesandten sind schließlich nicht alle von gleicher Intelligenz. Tja, dann machen wir weiter wie bisher. Fühl dich, Terran, fühl dich. Zeigen Ihnen, wer von uns das Sagen hat. Wir müssen wahrlich ging mir gestern Abend so. Lernen, wenn wir diese Welt bereisen wollen. Unsere Stunde, viel von unserer Musik. Das würde ich niemals sagen. So hochtrabend sind wir nicht. Wir gehen weiter. Vorsichtig. Langsam. Und vorsichtig. Ich habe eins genommen. Ah ja. Ja, werde ich auch, weil. Das passt nicht zu unserem Schal. Ich will ja immer so ein bisschen die Antworten, die ich selber geben würde, beziehungsweise die auch zu unserem Charakter passen. Und nein. Einfach nein. Einfach nein. Aber ich finde diesen Hintergrund so schön. Ich kann mich glücklich schätzen, in solch weiser und erfahrener Gesellschaft zu sein. So cool aus. Sieht so cool aus. Ich will's haben. Dann Zeit später mit der Nutzung. Du hast lange warten müssen, aber nun bin ich endlich hier, Schwester. Also ich werde es heute nicht durchspielen. Ich werde morgen dann auf jeden Fall noch weiterspielen. Das heißt, ich mache quasi so halb-halb. Handhallöchen. Wunderschön. Guten Morgen. Ja doch, morgen kann man noch sagen. Jo, ich kann die erste Quest abgeben. Wird auch länger, als ich dachte. Bin selber auch noch nicht durch. Ja, also ich hab's bei bei einem meiner Mods gemerkt. Der hat die Story, glaube ich, gestern durchgespielt. Und der war recht lange dabei. Und ich weiß gar nicht. 15 Uhr hat er, glaube ich, angefangen. Und gegen 0 war er, glaube ich, fertig. Ich weiß nicht, ob er halt nur Story gemacht hat oder ob er halt sich einfach extrem viel Zeit gelassen hat. Ich weiß es nicht. Oder ob es halt wirklich so lang geht. Ich war auf jeden Fall sehr erstaunt. Und daher weiß ich, dass ich sie heute nicht durchspiele. Weil, wie gesagt, ich will ja zum einen den neuen Main anfangen. Weil ich möchte halt einmal von meiner Gilde, die ich hier habe, das einmal räumlich trennen. Weil viele haben halt auch das Problem, dadurch, dass es eigentlich eine Streaming-Gilde gewesen ist, dass sie halt gesagt haben, okay, nee. Nee. Und da gibt es noch zwei private Gründe, aber das ist halt wild.
Und ich habe mir gedacht, ich war ja schon öfter am Überlegen, weil mir dieser Charakter durch Leute, die Gott sei Dank nicht mehr im Stream sind, also wirklich Gott sei Dank, und das war halt, ich weiß gar nicht, ich habe FF, glaube ich, angefangen, habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Monate gerade gestreamt. Und Selbstbewusstsein war irgendwie noch schon im Keller und ich dachte, ja gut, die anderen wissen bestimmt, was gut ist, ne? Und ich hab dann halt immer genau das gemacht, wenn es hieß, ja, nee, jetzt spiel doch mal schneller oder nee, das brauchst du nicht lesen, lies das mal nicht. Ich war auch noch so blöd und hab das gemacht. Würde ich heute nicht mehr machen. Ohne Witz würde ich heute nicht mehr machen. Und ich saß dann auch irgendwann nur da und dachte, wie dumm kann ein Mensch eigentlich sein? Wie dumm kann ein Mensch eigentlich sein? Und mir wurde so viel an diesem Charakter hier. Eigentlich, ich liebe den Charakter. Ich werde ihn auch weiter privat spielen. Aber für mich als Streaming-Charakter irgendwie. Ich weiß nicht. Ich habe den nicht so spielen können, wie, ne? Wie ich es wollte. Weil ich blöd war. Weil ich immer nur blöd war. Und ich glaube, ich hatte halt auch Angst vor Hate. So. Anfangs. Beim Stream, ich glaube, das hatte jeder, dass man dann Angst hat vor Hate. Und deswegen, ich möchte halt einen komplett eigenen, neuen, wo ich nicht Rücksicht auf andere nehme, wo ich so spielen kann, wie ich möchte. Und nicht sämtliche Sachen da liegen lassen, weil wenn ich mir meinen Questlog angucke. Sieht kacke aus. Ich will alles nicht. Ich weiß, ich könnte das jetzt alles nacharbeiten, aber ich bin ein Mensch, wenn ich weiß, ich bin gerade im aktuellen Content, ich arbeite niemals das nach. Ich arbeite niemals das nach, was ich vor 1,5 Jahren liegen gelassen habe. Ich habe noch nicht mal Hedi fertig. Und jetzt, wo ich weiß, ah ja, brauche ich ja jetzt. Ich habe mit dem Schlag keinen Bock drauf. Das ist das Schlimme. Und deswegen habe ich halt mit Luna zum einen und mit Kitty mich gestern und vorgestern noch hingesetzt und habe gesagt, Leute, was haltet ihr davon? Und dann macht das. Wird mir besser tun. Wird mir einfach besser tun und ja. Das Internet kann ein furchteinflößender Ort sein. Ich sage, dass du blöd warst. Ein kleines bisschen vielleicht, aber ja. Ich weiß nicht, Internet war halt so. Und das Stream. Man möchte es ja den Leuten auch irgendwo recht machen. Also, wie gesagt, ich habe ja einen Char. Da dürft ihr ja schalten und verhalten, wie ihr wollt. Das ist ja der Community-Char. Der wird auch definitiv weiterlaufen. Ihr müsst die halt erstmal nur auf den auf Chaos kriegen, weil 14 Euro für Transferieren ist ein bisschen happig. Das habe ich halt nicht einfach mal so übrig. Aber ich habe mir gestern in mühsamster Kleinstarbeit halt einen Char zusammengestellt, der Ähnlichkeiten mit meinem alten Char hat. Also noch der hier, der ist ja jetzt schon zweimal durch Fantasia gelaufen. Kostenlos übrigens. Kostenlos. Und ja. Den werden wir nachher spielen. Weil da habe ich nämlich auch richtig Bock drauf. Ja, es bedeutet für mich, wir fangen von vorne an. Ja, es bedeutet für mich, ich muss alles neu farmen. Ja, ich muss alles lesen. Will alles lesen. Ich muss nicht, ich will. Aber ich freue mich da unglaublich drauf. Ich freue mich unglaublich drauf mit dem Char, mit dem ich das eigentlich alles so machen wollte, wie ich es jetzt vorhabe. Jetzt schon machen. Das wird toll. Das wird richtig. Ich glaube, das wird richtig toll. Ich finde das gut, dann schreibe ich mir New Game Plus. Ja, ich bin tatsächlich eine Gegnerin von dem. Ich finde es gut, dass man das machen kann für die Leute, die keine Lust haben, sich Chars zu erstellen. Finde ich eine richtig gute Option. Aber für mich ist es halt einfach unbefriedigend. Also, wenn ich eine Quest abschließe, ich möchte was dafür haben. Ich möchte mir was von dem Gear aussuchen können. Und nicht, du hast es fertig. Weil du hast es ja schon mal gemacht. Also kriegst du nichts dafür. Ich weiß nicht, irgendwie. Ja. Rumroll. No, Iron. Gestern was gefunden. Kannst du dir vorstellen, wie eine Mischung aus Fledermaus und Panda aussieht? Ja, bekommt man Zuckerschock. Nee, ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen. Wie sieht das aus, Iron? Zeig. Wollte auch nur einen Char anfangen und einfach nur die Story suchten. Aber ich liebe auch meinen Main.
wie gesagt, ich liebe den Charakter hier auch abgöttisch, deswegen ich, der, so lange wie der aktuelle Content geht, werde ich den halt auch für den aktuellen Content spielen. Mit dem anderen. Langsam Schritt für Schritt alles aufarbeiten. Solange wird der hier noch als Streamshare herhalten. Ein Bild von einem, in einem Game. Okay. Ich hoffe, du findest also. Ich bin echt gespannt. Ich kann es mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen. Meine Vorstellung ist eine Fledermaus in Schwarz-Weiß. Fürs so. Erste kann uns diese Burg als Stützpunkt für unsere Erkundung dienen. Dafür müssen wir den Tatsachen ins Auge blicken. Wir wissen zu wenig über diese Welt, um gezielt nach Astaria zu suchen. Zuallererst müssen wir uns also mit den 13. Splitter vertraut machen. Juhu! Ich habe mir einen Zweitschar erstellt und für mich war es die beste Entscheidung. Mit dem ersten habe ich doch einiges geskippt. Ja. Ja. Wie gesagt, ähnlich wie bei mir. Schatz und so, mit befreundeten NPCs. Seite an Seite im Hauptmenü und spielen halt. Achso, ja, okay. Bei mir war es halt so, ich habe Realm Reborn gelesen. Ich habe Heavensward zur Hälfte gelesen. Stormblood habe ich gar nicht gelesen. Wenn mich jetzt einer fragen würde, gut, ich kenne Stormblood tatsächlich gar nicht. Shadowbringers habe ich nicht gelesen. Und es ärgert mich so. Weil es hieß immer, ja, komm, mach schnell, mach, ne? Wollen das und das sehen. Und das Schlimmste ist, ich habe mich da auch noch von beeinflussen lassen. Und nee. Und am Ende, ich sag nur, ich glaube, war es im ersten oder im letzten Kristallturm. Ich habe es bis heute nicht geschafft, aus sämtlichen Sachen mein Glam rauszukriegen, was ich haben will. Weil ich weiß mittlerweile auch nicht mehr oder habe nicht mehr die Muße, alles rauszusuchen und das noch im Nachhinein noch zu machen. Mit einem alten Char, der sowieso schon zugemüllt ist. Ich könnte mir jetzt das jetzt auch mühsamster Kleinstarbeit alles raussuchen oder halt New Game Plus machen. Aber ich will nicht. Das ist unbefriedigend. Und ich habe halt bei mir auch so viel geskippt. Als zwei ganze Add-ons. Ich weiß nur, bevor ich gleich weitermache, ist das Letzte. Ich habe das Erste, was ich gemacht habe, als Final Fantasy, ich das gestartet hatte, ich habe alles gelesen. Und der erste Satz, die Person, wie gesagt, ist auch Gott sei Dank gar nicht mehr da, zumindest die zu dem Zeitpunkt da war, kamen aber noch viele andere. Der erste Satz, den ich im Chat gelesen habe, willst du wirklich alles lesen? Das ist doch viel zu viel. Das macht doch gar keinen Spaß. Dieser Satz hat mich leider so getriggert und so geprägt darauf, dass ich jetzt so vieles nicht gelesen habe. Und ich habe gerade erst zu Luna gesagt, ohne Witz, ich habe mit einem Char, den ich ja privat spielen wollte, gerade wieder Sachen gesehen, die ich geskippt hatte, scheinbar, weil ich sie nicht gekannt habe und auch nicht gelesen habe. Ich hatte keine Ahnung, dass es das gibt. Es gibt so viele, auch von den Indies, so viele Sachen, die eigentlich richtig interessant sind, die so viel Name-Story auch beinhalten, die ich einfach nicht weiß. Von den ganzen Rails story-technisch, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und jetzt habe ich neulich auch bei einer Streamerin Ausschnitte gesehen und dachte mir so, okay, das ist echt cool. Das ist echt... Warum habe ich das nicht gelesen? Das ist eigentlich voll mein Ding. Warum habe ich das nicht gelesen? Na, no. Oh, Iron. No, das ist Zucker. Okay, ich hatte meine Vorstellung eben, aber... Oh mein Gott, ist das süß. No, eine Panda-Maus. No. No. Die kann einfach so süß sein. Oh mein Gott. So, jetzt machen wir aber weiter. Sitzt mich hier in der Viertelstunde nach oben. Was gibt's hier? Stroganoff. Pfirsichsaft. Die sind eigentlich ganz gut. Ich muss meine Magier noch hochziehen. Ganz die Story von den verschlungenen Schatten. Nein. Nein.
Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ich habe den Anfang mit Schnoberto gelesen. Ich glaube, die erste Quest. Die erste Quest. Und ich meine, das war ja das Ding, wo man Alizée das erste Mal trifft, glaube ich. Wissen tue ich es aber nicht. Und das, was du schon sagst. Ich will es lesen. Ich will es mitkriegen. Ich brauche es. Ich brauche es. Sag ich doch. Wenn ich es verprügeln. Ja. Die ist so süß. Ich will die haben. Das ist praktisch der Übergang vom alten FF zur Rune Reborn. Ah, okay. Also, wie gesagt, ich bin sehr gelaufen, aber ich habe alles geskippt. Aber ich freue mich drauf. Die Seelenwächter funktionieren nach wie vor tadellos. Damit können wir unsere Erkundung fortsetzen. Doch wo sollen wir beginnen? Ich kann Astarias Präsenz spüren. Nur wohin wir unsere Schritte lenken müssen, um sie zu finden, vermag ich nicht zu sagen. Warum lässt du nicht deinen Ruf erklingen? Sie wird ihn hören und dir die richtige Richtung weisen. Ich fürchte, diese Marionettenkörper ist es nicht möglich, meine Stimme derart weit tragen zu lassen. Dazu bedarf es meines wahren Selbst. Zudem ist der Ruf eines Drachen aus Äther gewebt. Er würde unzählige Nichtswesen anlocken. Verstehe. Das sollten wir tatsächlich nicht riskieren. Schließlich befinden wir uns auf einer schwebenden Insel. Es wird also ohnehin schwierig, unser Suchgebiet zu erweitern. Widmen wir uns folglich zuerst den Nichtswesen hier in der Burg. Aus ihnen ist sicherlich die ein oder andere Information herauszubekommen. So sie uns denn verstehen. Ja. Bleibt unbedingt wachsam und seid auf alles vorbereitet. Wir treffen uns wieder, sobald wir uns ausreichend umgesehen haben. Yay. Die Patchshots habe ich übrigens teilweise auch nicht gelesen. Patchshots habe ich auch nicht gelesen. Ich kenne keinen einzigen Patch. Außer halt von Rune Reborn. Da muss ich hin. Ich renne erstmal in die falsche Richtung. Das sieht so schön aus. Es sieht so unglaublich schön aus.